Wir haben gerade gesehen, es gibt einen großen Zuwachs zwar bei den Open-Source-Modellen, aber wenn wir auf die geschlossenen Modelle und die höchst performenden Modelle gucken, dann haben wir da doch eine recht überschaubare Anzahl der Modelle, die verwendet werden können. So, und da möchte ich gerne ein sehr prominentes Beispiel aus der Region für begrüßen, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich eigentlich selber unabhängiger werden? Auch vor einigen Jahren angefangen haben, in eigene IT-Infrastruktur und Lösungen zu investieren und dabei vor allem anschauen, wie können wir den Standort Deutschland und Europa weiter voranbringen. Ich begrüße den langjährigen KI-Experten und auch Geschäftsführer der heute Schwarz Digits genannt, ehemalig Schwarz IT, für den Bereich Data und AI, Arno Huhn. Hallo Arno, schön, dass du da bist. Da möchte ich auch gleich mit anschließen, das nächste Unternehmen, was sich nämlich als die ja von vielen genannte europäische Antwort auf OpenAI identifizieren darf und mit ihrem Modell nicht nur die Industrie ansprechen, sondern auch die öffentliche Verwaltung, was eher ein bisschen ungewöhnlich ist von der Positionierung. Und wer da der Experte ist, ist Hans-Jörg Schäuble von Aleph Alpha, der sich auch tatsächlich mit der Implementierung bei den Unternehmen beschäftigt. Hallo Hansi, freut mich, dass du da bist. Dann der Letzte in der Runde, der die Runde tatsächlich auch noch mal vollständig machen darf und sich viel mit dem Thema AI Made in Germany beschäftigt und die KI versucht, für die öffentliche Verwaltung auszubauen und damit natürlich eine perfekte Ergänzung für unser Panel ist, ist Dr. Thilo Michael von der Bundesdruckerei. Dort ist er für das KI-Kompetenzzentrum zuständig und beschäftigt sich damit zu identifizieren, wie die Bundesdruckerei überhaupt Large Language Models verwenden kann. Lieber Thilo, freut mich auch, dass du mit dabei bist. Und wir haben schon viele Einblicke in die Anwendungen bekommen, was man mit KI machen kann. Lieber Arno, vielleicht gibst du uns noch mal einen kurzen Überblick, wie ihr bei der Schwarz IT bzw. Schwarz Digits überhaupt schon generative KI einsetzt. Ja, sehr gerne. Wir haben ja einige der Gründe, glaube ich, da bei den Vorrednern schon gehört. Also wir sind auch rangegangen und bei der Map, die Applied AI gezeigt hat, sieht man ja, dass es ja im Manufacturing-Bereich, der Handel, die Verwaltung, das produzierende Gewerbe ja da große Vorteile hat. Wir sind als Schwarzgruppe ja relativ breit aufgestellt. Wir sind nicht nur Händler, sondern auch Produzent. Wir haben eine Recycling-Sparte und haben jetzt auch neue Geschäftsmodelle, gerade bei der Schwarz Digits. Das heißt, wir haben in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern unterschiedliche Anwendungsfälle. Und wie sind wir rangegangen? Also was versprechen wir uns davon? Wir versprechen uns die Qualitätserhöhung, wir versprechen uns Effizienzsteigerung und auch Kreativitätssteigerung. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben für uns mal so drei Bereiche grob skizziert. Das eine ist Creative Text, wo wir gerade in der Verwaltung oder im Marketing auch durch Prompts und kleinere Stichpunkte quasi dann auch die Texte generieren können, auch Produktbeschreibungen. Das zweite ist Information Retrieval, also wo wir jetzt gerade auch große Texte haben, um dann zum Beispiel bei Vertragsverhandlungen entsprechend spezifische Fragestellungen haben und dann auch die Antworten bekommen. Und der letzte Punkt ist so das ganze Thema Chat Assistance, wo wir für unsere Mitarbeiter, aber auch natürlich Kunden in einer Art Chatbot dann Fragen quasi beantworten können und so halt auch die Effizienzen steigern können. Ich gehöre ja auch zur Software Engineering, ich gehöre zur Schwarz IT und da haben wir auch schon verschiedene Ansätze und Tools ausprobiert, was gerade die Code-Generierung angeht und ich glaube, das sind auch wirklich Ansätze, die wir auch in der Zukunft verfolgen werden. Das sind auf jeden Fall auch vielfältige Themen, die ihr in der Gruppe bedienen könnt. Du hast jetzt auch schon das Thema Dokumenten angesprochen. Lieber Thilo, wie sieht es denn da eigentlich bei der Bundesdruckerei aus? Ihr habt ja auch viel mit Papier sicherlich zu tun. Haben wir auch vorhin schon gehört, wer der typische Sachbearbeiter ist. Was macht ihr eigentlich mit KI? Genau, wir setzen Sprachmodelle da vor allen Dingen ein, um so die
die generellen Aufgaben, so Dokumente, Zusammenfassungen, Inhalte schnell zu erfassen, aber dann halt auch spezifische Fragestellungen versuchen wir umzusetzen und dann genau eben halt nicht diesen allgemeinen Einsatz, sondern so ganz konkrete Aufgaben, Informationsextrahieren oder genau, die Dokumente sind unstrukturierte Daten und häufig braucht man für die automatisierte Verarbeitung die strukturierten Daten und auch da sind Sprachmodelle wirklich ein ganz neues und interessantes Tool, eben halt aus den unstrukturierten, unformatierten Daten die strukturierten Daten zu extrahieren. Mhm. Also ich glaube, da gibt es, weil du ja auch ein bisschen technisch tiefer drin bist, auch nachher nochmal ganz viele Anknüpfungspunkte, wo du wahrscheinlich viele Fragen bekommst, wie ihr das genau macht. Hansi, du bist jetzt so ein bisschen der Exot hier bei mir auf der Bühne als KI-Unternehmen, diejenigen, die Sprachmodelle entwickeln und den Kunden dann entsprechend anbieten. Wir haben ja mitbekommen, ihr seid in der Industrie unterwegs, aber auch der öffentlichen Verwaltung. Das sitzt auch schön zwischen beiden Vertretern heute. Was sind denn aus eurer Erfahrung die Gründe, warum Nutzer sich für euer Modell entscheiden und wie definiert ihr eigentlich als Aleph Alpha auch die Unabhängigkeit von gegenüber anderen Modellen? Vielleicht. Jetzt? Ah, wunderbar. Es gibt gar keinen so großen Unterschied zwischen einem Unternehmen und ich weiß nicht, ob man die Bundesdruckerei als öffentliche Hand bezeichnen sollte, aber wir glauben, wenn wir von draußen drauf schauen, dass die Prozesse sich wahnsinnig unterscheiden, tun sie manchmal gar nicht. Eine Verwaltung in einem Unternehmen ist sehr ähnlich, was die Verwaltung tut. Die haben Fragestellungen, die sind sehr spezifisch, zum Beispiel im rechtlichen Bereich. Auch da gibt es Vertragsrecht oder ganz viele Überschneidungen. Deswegen ist das eigentlich gar kein Widerspruch an sich, sondern sollte eher Hand in Hand gehen, weil das ist in Wahrheit ja dann wichtig, für die Industrie und das Prosperierende. Weil wenn ich als Unternehmen nicht verstehe, geht uns manchmal so, was man von uns möchte, dann haben wir ein Problem irgendwann, spätestens mit dem Finanzamt. Warum sich Unternehmen für unsere Technologie entscheiden, glaube ich, ist vielfältig. Es gibt nicht den einen Grund. Es gibt auch ehrlicherweise nicht das eine Modell. Ich glaube, die Diskussion aktuell sehr fokussiert auf welches Modell kann, welche Accuracy und dann gibt es 1000 Benchmarks und das hat mit der Realität aber wenig zu tun. Das ist eher so wie Verbrauchswerte bei einem Auto auf einem Rollstand. In Wahrheit geht es darum, wie flexibel kann ich diese Technologie nutzen, wie tief kann ich sie integrieren in meine Prozesse, weil daraus entsteht die Wertschöpfung. Als wir angefangen haben 2019, ich bin glaube 2020 oder so zu Aleph Alpha gekommen, da waren die Themen, jetzt haben wir generative KI, jetzt machen wir mal einen Chatbot. Ja, dann nehmen wir eine FAQ-Liste und jetzt setzen wir die anders um, dass es einfacher handhabbar ist. Ich glaube, die Diskussion ist ja lange vorbei. Also wir sprechen jetzt darüber, wie kann ich Maschinendaten dazu verwenden, um das, was man früher Predictive Maintenance nannte, vielleicht zu verbessern mit dieser Technologie. Das heißt, sie wandert sehr viel tiefer in die Wertschöpfungsprozesse und da werden andere Fragen wichtiger. Da geht es um Kontrolle, also wie sehr kann ich kontrollieren, was mit meinen Daten passiert, aber vielleicht wie sehr kann ich auch den Output kontrollieren. Da geht es um zur Verfügungstellungsmethodiken auf Plattformen. Ich habe ja gerade zwei neben mir, wo man das tun kann oder auch tut tatsächlich. Insofern stellen sich andere Fragen und damit andere Anforderungen an die Modelle. Ich sage mal, negativ formuliert, wenn ich als Unternehmen kein Problem habe, komplett auf den Microsoft-Stack zu setzen, würde ich mich wahrscheinlich nicht mit Aleph Alpha beschäftigen wollen. Wenn ich aus verschiedenen Gründen, und das können softe oder auch weniger softe Fragestellungen sein, dann brauche ich Alternativen. Und wenn ich dann sage, mein Open-Source-Modell, und davon gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele sehr gute, reicht mir, dann kann ich auch darüber nachdenken, warum soll ich ein kommerzielles Modell nehmen. Wenn ich aber sage, ich brauche den kompletten Stack und den möchte ich beeinflussen und daraus ziehe ich meinen Wert, dann habe ich eben die Wahl und dann ist Aleph Alpha eine Alternative, die es dafür gibt. Ja.
Also man sieht auch da, innerhalb von dem Jahr jetzt hat sich doch viel getan, auch bei der Diskussion rund um die Modelle. Thilo, du hast auch gerade schon ganz viel genickt bei dem, was Hansi gesagt hatte. Also für mich habe ich das verstanden als, es ist eine sehr strategische Entscheidung, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Wie geht ihr denn bei der Bundesdruckerei damit um? Für welche Modelle entscheidet ihr euch und wie definiert ihr das für euch? Genau, also die Sache ist auch ganz klar, genau, wie, wo liegen die Daten, und gerade weil wir viel da mit der öffentlichen Verwaltung, mit Ministerien zusammenarbeiten, ist da die Frage ganz wichtig, kann man die Informationen zu OpenAI schicken, zu Microsoft in Azure schicken, genau, und den Prozess, den wir da für uns gefunden haben, ist zu gucken, dass wir ein Benchmarking bauen, und zwar zum einen wirklich die Daten zu nehmen, die, also wir als Bundesdruckerei haben halt auch Insights in welche Daten und welche Aufgaben werden mit LLMs gelöst oder können gelöst werden. Und von daher können wir Benchmarks direkt auf den Anwendungsfällen für die öffentliche Verwaltung machen. Und für uns ist Benchmark auch nicht nur reine Performance, also was ist der Score, ist der hoch, ist der niedrig, sondern auch ja, die Anforderungen, die man so ein Sprachmodell hat, also die Lizenzen, ist es wie hostbar oder muss man das irgendwie in fremden Rechenzentren machen? Genau, wie stehen die Sprachmodelle zu den einzelnen Anforderungen im AI Act, wenn er denn kommt und wie er kommt? Das sind alles Informationen, die wir versuchen, in diesem großen Benchmark mit einzubeziehen und dann eben halt nicht zu gucken, was ist das beste Sprachmodell auf irgendwelchen generellen Tests, sondern spezifisch für das, was wir tun wollen, für den Anwendungsfall und für die Anforderungen, die auch drumherum herrschen. Was mich da vielleicht angeschlossen gerade noch interessiert, weil du sagst, ihr guckt nicht immer auf die beste Leistung, und gerade mit ChatGPT haben wir im vergangenen Jahr gelernt, es halluziniert manchmal, es gibt nicht immer genau die Antworten aus, die ich gerne hätte. Wie geht ihr mit den Mitarbeitenden dann tatsächlich um und schult ihr auch da drinnen, dass sie verstehen, was passiert ist, was kann überhaupt die KI und was kann sie vielleicht auch nicht? Genau, also gerade vor allem momentan ist das viel, dass wir versuchen, keine Prototypen, keine Lösungen, keine Ideen umzusetzen, wo Sprachmodelle komplett unabhängig alleine irgendwelche Entscheidungen treffen, irgendwelche Texte generieren, die dann so weiterverwendet werden, sondern dass man immer den menschlichen Anwender oder Anwenderin in der Kontrolle hat und es auch möglichst einfach und nutzbar macht, die Ausgaben zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, da zu sensibilisieren, dass auch wenn Ausgaben gut klingen und wirklich Sinn machen könnten, das nicht immer machen, und genau, dass man das bei der Entwicklung, bei der Prototypisierung, bei der Anforderungsanalyse schon immer mitdenkt, dass das ein Teil ist der Implementierung und der Umgang mit den Sprachmodellen. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Arno. Jetzt interessiert uns natürlich, wie sieht das bei der Schwarz-Gruppe aus? Wie geht ihr mit einem Benchmark um? Auch weil ihr euch ja damit rühmt, digital souverän in die Zukunft zu blicken und da vielleicht auch die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Aleph Alpha mit reinspielt. Heißt, ist das bei euch eher ein Schlagwort oder was sind eure konkreten Pläne mit generativer KI? Also es ist definitiv nicht nur ein Schlagwort. Und was das Benchmarking angeht, wir hatten auch natürlich irgendwann mal diesen OpenAI-Moment und haben gemerkt, okay, also wir machen KI schon ein bisschen länger und wussten auch, welche Fähigkeiten Sprachmodelle haben, aber dass da jetzt irgendwie was Neues da ist und was für uns natürlich auch irgendwo Chancen, auch Risiken darstellt. Und digitale Souveränität bedeutet für uns, wir sind ja nicht nur Anwender, also mehr als die Sicherung unseres Kerngeschäfts, sondern wir sind ja auch, also nicht nur Nutzer, sondern wir sind auch Anbieter. Also durch gerade unsere eigene Cloud und XM Cyber ist es ganz, ganz wichtig. Und wir bestellen ja auch KMUs und anderen Unternehmen solche Produkte zur Verfügung, und deswegen ist es ein ganz zentrales Element. Und weil du es mal auf die Zusammenarbeit mit Aleph Alpha angesprochen hast, wir haben ja gerade Halluzinationen gehört. Wir haben gesagt, ich habe jetzt gestern einen Termin nochmal bei uns mit Finanzen und Steuern gehabt. Das sind wesentliche Sachen. Ich glaube, wenn ein Modell halluziniert,
hat es keine Akzeptanz in der Business-Umgebung. Ich kann vielleicht im privaten Kontext, wenn ich mir eine kreative Geschichte erzählen lassen möchte, damit leben. Ja? Aber ich treffe hier Business-Entscheidungen und wir wollen diese so treffen, dass sie dann auch nachhaltig und sicher sind. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass das Thema Sicherheit und Richtigkeit hier im Vordergrund steht. Das heißt, wie kann tatsächlich Hansi, wie könnt ihr das sicherstellen? Weil also jetzt so kurz vor den, oder in den letzten Wochen ging ja auch nochmal durch die Medien, Mistral ist da auch sehr, sehr groß. Die setzen aber im Gegensatz zu euch auch vor allem auf das Thema Open Source. Warum habt ihr euch für einen anderen Ansatz entschlossen? Was erhofft ihr euch denn davon? Also ich glaube, das, was wir jetzt gerade gemeinsam noch mit anderen Partnern ja auch announced haben, hat ja auch eine starke Open-Source-Komponente. Und ich glaube, es wird auch gar nicht anders gehen. Also ich glaube, man muss da sehr ehrlich sein. In Europa müssen wir es bündeln. Und als wir vor zweieinhalb Jahren sprachen über OpenGPTX und die Frage war, könnt ihr euch vorstellen, dort mitzumachen als kommerzieller Anbieter, war die Antwort relativ schnell ja, weil wir es nur gemeinsam am Ende des Tages vorantreiben werden. Wenn wir nicht alle gemeinsam sagen, wir wollen etwas Eigenes haben, dann müssen wir, glaube ich, nicht wirklich viel weiterdenken. Also es wird nur mit starken Partnern gemeinsam gehen und die unterschiedlichen Themen, sage ich mal, voranzutreiben und die Schwerpunkte zu setzen. Und ob ich dann bestimmte Komponenten Open Source oder nicht Open Source, ist für mich die zweite Frage. Das ist, dahinter steckt ein kommerzielles Modell, beziehungsweise wir brauchen sehr, sehr viel Geld für Hardware, für Infrastruktur, für Training, für Versuche, für die Forschung. Wir werden das jetzt ein bisschen verändern, gemeinsam das, was wir announced haben in der Finanzierungsrunde, haben aber auch davor Ergebnisse schon Open Source. Aber die IP, die kommerzialisieren wir, um die Forschung als private Institution, die ohne Fördergelder auskommt, auch weiter vorantreiben zu können. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch in sich. Das eine ist die Core-Entwicklung, das andere sind Themen drumherum. Und wenn ich mir die großen Fragestellungen im Moment anschaue, also Halluzination ist sicher eins, aber die Anbindung von Wissen, also wenn ich was extrahieren möchte, dann habe ich da einen Knowledge-Graphen. Das ist zum Beispiel was, wo das Team von Nico Medi, hatte dich vorhin ja schon gesehen, sehr eng mit unseren Forschern auch zusammen dran arbeiten, zu sagen, wie kann so ein Sprachmodell eigentlich das, was wir vorher gemacht haben, Informationsaggregation wieder auflösen und das verwenden. Und das sind Themenfelder, die sind halt sehr, sehr aufwendig. Und dazu brauchen wir Geld und dazu müssen wir es irgendwie kommerzialisieren. Und wir glauben auch, dass es einen Vorteil hat, das zu tun, weil uns das schneller macht. Dass andere das anders sehen und andere Modelle fahren, glaube ich auch. Aber die wenigsten haben über Jahre sehr viel Geld zur Verfügung gehabt, wenn sie nicht irgendwann auch damit Geld verdient haben. Das muss, wie gesagt, aber kein Widerspruch sein. Und ich hoffe, dass wir in der gemeinsamen Partnerschaft jetzt auch viel mehr veröffentlichen können, weil wir es damit auch auf breitere Beine stellen. Open AI ist ja heute auch schon zwei, dreimal gefallen, fing mal irgendwie mit Open an. Die veröffentlichen relativ wenig. Nur noch, ich glaube, das war ein Teil ihres Streits oder ihrer Diskussion in den letzten Monaten. Da wollen wir einen anderen Weg gehen, nichtsdestotrotz aber halt mit einem kommerziellen Geschäftsmodell. Also das heißt, ohne die Forschung geht es nicht, ist euch auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und ohne die wichtigen Partner geht es auch nicht. Ich sehe aber schon. Was heißt, ohne die Forschung geht es nicht? Also wir können ja sagen, Halluzination ist ein Problem. Hat, glaube ich, noch keiner wirklich allumfassend gelöst, weil es halt in der Architektur der Modelle liegt. Also ich berechne halt in Wahrheit semantische Nähen oder also Statistik. Ob man das jetzt Halluzination nennt, wenn zwei Begriffe nah beieinander liegen, kann man drüber streiten, aber das ist halt der Begriff, der sich durchgesetzt hat. Aber es zu lösen, bedeutet Aufwand. Und so, den muss ich irgendwie halt abdecken können. Könnte ich es mir vorstellen anders? Klar. Aber ist das realistisch? Wahrscheinlich nicht. Und wenn wir das vorantreiben wollen und wenn wir in den Themen führend bleiben wollen, müssen wir die Mittel am Markt akquirieren. OpenAI hat wie viel von Microsoft gekriegt? 10 Milliarden oder eine Summe? Also da klingeln mir ja immer noch die Ohren.
So, und dagegen müssen wir ja irgendwie dagegen halten. Also die werden auch nicht nur da sitzen und warten, was sich so tut. Also, glaube ich. Wäre natürlich auch zu viel verlangt, wenn du jetzt genau wüsstest, was gerade in den Köpfen oder generell bei OpenAI los ist. Da hat uns, glaube ich, die Zeitung auch in den letzten Wochen ganz schön auf Trab gehalten und jeden Tag mit anderen Neuigkeiten versorgt. Wir haben gehört, die Partnerschaft, großes Thema zwischen Aleph und der Schwarz-Gruppe. Ihr habt aber auch, was du hast es vorhin schon angesprochen, sehr stark in den letzten Jahren in Cloud-Infrastruktur investiert, habt damit ein eigenes Angebot geschaffen für den Mittelstand, seid aber auch da weiter hinterher stärker zu investieren. Jetzt mal provokant gefragt, vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen einen Sneak Peek geben. Wie sieht es denn aus mit KI-Infrastruktur, wenn wir künftig dann auch bei der Schwarz-Gruppe tatsächlich die Möglichkeit haben, KI-Modelle anzufragen? Oder wie sieht da der Plan aus? Ich kann jetzt nicht die komplette Roadmap hier offenlegen, aber ich glaube, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so, warum haben wir das überhaupt gemacht und warum haben wir jetzt auch mit Aleph Alpha angefangen, warum machen wir nur zumindest nicht den kompletten Microsoft Stack und gehen komplett auf OpenAI? Weil wir unser Geschäftsmodell und unser Erfolgsmodell nicht abhängig machen wollen von einer API, die auf eine Blackbox-Modell verweist, das irgendwo in den USA steht. Und das alles, wenn man das mal sich alles so überlegt, welche Entwicklungen wir da auch oder welche Schritte wir gemacht haben, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, das ist auch nicht nur uns geht es so, das geht, glaube ich, vielen anderen Unternehmen auch in Deutschland so. Und deswegen begrüßen wir natürlich dann auch diese Partnerschaft und diese Entwicklung, weil in meiner Welt, in der Idealvorstellung haben wir offene Modelle, wir haben die sind komplementär zu Aleph Alpha. Wir haben sie auf unserer eigenen Infrastruktur, wir haben sie in unserer eigenen Cloud und wir haben unsere eigenen Data Scientists, die nachvollziehen können, was wir da tun und die adaptieren und direkt quasi den Impact auf unsere Use Cases haben. Und dann haben wir die Kontrolle und das ist ein bisschen auch unser Karma und das ist auch unsere Philosophie. So machen wir AI. Wir haben uns nicht, von Anfang an haben wir gesagt, wir setzen auf Open Source, wir wollen eigentlich keine Blackbox und sagen, okay, wir sourcen das out, weil ich glaube, bei so einer Schlüsseltechnologie, nicht zuletzt jetzt bei GenAI, ist es, glaube ich, ganz wichtig, also für uns, dass wir dieses Wissen auch intern aufbauen und haben, ja, und es nicht aus der Hand geben. Thilo, da interessiert mich natürlich, wie guckt ihr als Bundesdruckerei da drauf? Könnt ihr auch irgendwann in der Zukunft sagen, so, wir machen das jetzt wie die Schwarz-Gruppe und bauen unsere eigene Infrastruktur auf? Ja, also ich denke, bei uns ist es momentan vor allen Dingen um so Anwendungssicht, was ist der Value-Add in den Ministerien, in der öffentlichen Verwaltung? Und von daher ist zumindest, kann ich momentan sagen, dass wir nicht planen, irgendwelche Foundation-Modelle zu trainieren. Ich glaube aber gerade in Hinsicht auf den Entwicklungen im Open-Source-Bereich, da sind die Schlagwörter vor allen Dingen so Quantisierung und Low-Rank-Adaption, dass es in ganz schnellen Schritten dazu geht, dass man nicht mehr die riesige Hardware-Infrastruktur braucht, riesig viel Laufzeit und Stromverbrauch für das Trainieren von Modellen und gerade auch so das Feintunen von Modellen, das Anpassen von Modellen auf bestimmte Anwendungsfälle. Von daher sehe ich für die Zukunft auf jeden Fall, für die Bundesdruckerei, aber ich glaube generell in der Industrie, dass es da viel mehr auch vereinzelte Spezialisierung von Modellen gibt und der Schritt wegkommt von generellen Modellen, die alles können, die sehr groß sind, sehr viel Energie verbrauchen, sehr langsam sind und hin zu wirklich kleineren Modellen, die dann speziell auf verschiedene Anwendungsgebiete angepasst sind. Spannendes Thema, was du auf jeden Fall da gerade ansprichst, weil da gibt es ja auch geteilte Meinungen, die einen sagen, wird eher Richtung Monopolisierung gehen. Wenn ich jetzt auch mit unseren KI-Unternehmern mich austausche, sagen doch viele, nee, gibt viele Anwendungsfälle, da macht es einfach Sinn, die kleineren Modelle dann auch beizubehalten. Leitet vielleicht auch schon über so in die Unternehmenspraxis. Was merkt ihr auch bei den, also Hansi, du bei den Kunden, Arno, Thilo, ihr dann aber auch wiederum bei euch im eigenen Unternehmen? Was sind wirklich die besonderen Herausforderungen mit GenAI? Wo sagt ihr, das sind auch einfach wirklich die Struggle, die ihr da momentan noch habt? Ich glaube, am Anfang erstmal die Aufklärung. Also GenAI ist nicht gleich AI.
Also das war ja auch so ein Stück weit dieser Hype und jeder hat es ausprobiert und hat auch jeder gesagt, ich brauche das sofort. Und da kamen natürlich auch bei uns aus allen Bereichen die Kolleginnen und Kollegen auf uns zu, verständlicherweise. Und wir haben auch gesagt, wir müssen ganz kurz einen Moment uns mal überlegen, wie machen wir es. Und dann haben wir gesagt, wir machen das so, wir behandeln es eigentlich wie jedes andere KI-Produkt, was wir auch bauen. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes. Ja? Es sind dann, glaube ich, die ganz normalen Qualitätssicherungsmaßnahmen, die da einfach essentiell sind. Und wir sprechen da intern von einer IT-Solution. Das haben wir erstmal aufgebaut auf der Umgebung bei uns. Das waren so die ersten Schritte. Und dann zu sagen, hey, wir wollen den ersten, dann natürlich die strategische Entscheidung. Weil wir haben natürlich auch gesagt, das, was ich schon vorher gesagt habe, wir finden es nicht so gut, unternehmensintern das jetzt unbedingt mit zum Training von anderen Sprachmodellen zu nutzen, die dann vielleicht irgendwie abrufbar sind. Und dann haben wir halt auch gesagt, wir müssen das bei uns sicher haben und bei uns intern haben, aber wir wollen natürlich die Vorteile haben. Und dann gibt es natürlich auch, jetzt wiederhole ich mich nochmal mit Alpha, und auch offene Sprachmodelle, die wir dann einfach bei uns mal in unserer Umgebung installiert haben, ausprobiert haben. Und dann haben wir die ersten POCs gemacht und sind so gestartet. Ich glaube, das ist so, man muss mal anfangen. Man muss anfangen und man muss natürlich auch die Geduld irgendwo auch mitbringen. Und das ist auch der Appell so ein bisschen ans Business. Wir wollen es ja alles, aber wir wollen es halt auch sicher haben. Und so, dass es natürlich die Mehrwerte schafft. Und da sind viele, viele Komponenten dabei. Deswegen diese ganzen Schichten, die vorher gezeigt wurden, da kann ich nur 100% beistimmen. Das ist mehr als nur ein Prompt schreiben. Mhm. Dem kann ich nur zustimmen und ich glaube, die Fragestellungen sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich im Unternehmen stehe. Also es gibt auch nicht die KI für die Industrie. Dann gibt es Verwaltungsprozesse, gibt es Marketingprozesse, und dann gibt es Finanzprozesse und sonst was. Und da orientiert sich das ein bisschen. Und ich fand das, was Bernhard vorhin sagte, ganz viele der Themen sind eher integrativ, sind Engineering drumherum. Also so ein wie gesagt, es ist mehr als ein Modell, also es ist eher ein Tech-Stack, den ich dort betreibe. Der braucht ganz viel Engineering drumherum. Und je besser ich das integriere, desto mehr Wert kriege ich draus. Und da gab es Anfang des Jahres mal eine Studie zu, da wurden 500 Unternehmen befragt und dann war die generative KI einsetzen und wie viel Wert sie daraus ziehen und auf welche Themen sie jeweils fokussieren. Und die viel Wert draus gezogen haben, haben auf Themen fokussiert, die hießen Architektur, Einbindung und Daten. Und die weniger Wert für sich selber draus gezogen haben, die fokussierten auf Funktion. Also ich bleibe jetzt bei meinem FAQ-Chatbot in Anführungszeichen, dass der halt ein bisschen netter drauf antwortet. Und ich glaube, das zeigt es eigentlich ganz gut. Und da schieben sich langsam auch die Themen. Dazu kommen erste Fragestellungen, die heißen, wir sind jetzt so ein bisschen aus diesem Hype, oh toll, ich kann ein Dokument hochladen und eine Frage wird beantwortet und dann ist die auch noch vielleicht richtig. Da sind wir jetzt ein bisschen raus, jetzt kommen auf einmal ökonomische Aspekte rein. Ganz komisch. Also Geld war bisher eigentlich nie, was kostet ein Token, kann bis heute irgendwie keiner richtig begründen oder sowas. Ich habe es mal kalkuliert, was kostet so eine GPU und die Infrastruktur und Abschreibung drauf. Aber es gibt jetzt die ersten Paper, die beschäftigen sich mit Kostenberechnung für so eine Technologie. Was darf das eigentlich kosten? Also wir kriegen jetzt ganz andere Faktoren rein. So der erste Hype lässt ein bisschen in Anführungszeichen nach, weil ich das realisieren kann, weil ich es nutzen kann. Ich glaube, wir sind uns alle einig, kostenlos wird es nicht gehen. Braucht viel Energie, braucht ein bisschen Hardware, braucht viel Forschung. Und so da kommt es jetzt halt drauf an. Und wenn ich auf einmal auf alle Daten der Schwarzgruppe ein QA baue, dann muss ich schon ein ordentliches Embedding-Modell haben, das muss ich auch noch irgendwo ablegen. Das kostet halt jede Transaktion entsprechend dann auch Geld und da schaut man halt auch drauf und dann kommt die Frage, wie viel Wert habe ich daraus? Und ist es nicht vielleicht besser, ich schicke jemanden halt sozusagen in den Keller und ziehe das Papier aus dem Ordner? Das ist ein bisschen böse, aber als der absolute Gegenentwurf ist in der Verwaltung eher so, wenn man ehrlich ist. Aber Und der Diskussion werden wir uns ja auch stellen müssen. Also die Frage wird nicht nur sein, juhu, 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 sondern die Frage wird auch sein, es kommt so eine ökonomische
Sorgfaltspflicht mit rein. Und wer kann es besser betreiben? Ne? Welche anderen Architekturen? Stand heute haben wir einen Hardwarehersteller großteils im Einsatz. Wie können wir Strom sparen? Ökologisch? Da kann man ganz viele Perspektiven reinbringen. Ich glaube, da sind aber ganz viele Fragen noch gar nicht gelöst. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, es sind unterschiedliche Disziplinen. Wir brauchen das Zusammenspiel der Spezialisten. Wir brauchen ganz tiefes Cloud-Wissen, um das zu optimieren. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum gebaut. Das ist sehr auf unsere Bedürfnisse ausgelegt. Das rangiert immer noch in den Top 100 der Supercomputer, braucht aber ein bisschen Strom. Ist das das perfekte Inference-Modell? Ganz sicher nicht. Und so muss ich, glaube ich, eben die Disziplinen zusammenbringen, muss die Anforderungen kennen, die sind unterschiedlich. Nicht jeder hat dieselben Sicherheitsanforderungen. Wir haben Kunden, die betreiben das AirGap, also losgelöst vom Internet, weil sie das gerne hätten, soll aber auch funktionieren. Und dann gibt es Kunden, die schicken es halt an eine API und die im Web. Und da wird es dann eher um Kosten gehen. Und wer kann das dann am effizientesten tun? Und ich glaube, da dazwischen, in den Perspektiven, bewegen wir uns jetzt und die werden zunehmen. Und dann wird die Frage. Gerne. Als Handelsunternehmen haben wir natürlich immer auch die Kosten im Blick von Anfang an, bei allem Hype. Aber was der Hansi gesagt hat, ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, GenAI löst alle Probleme. Wenn ich prozessuale Probleme habe, kann ich auch mit KI, ob es GenAI oder klassische Narrow AI ist, das nicht machen. Ich muss mir vorher meine Prozesse im Griff haben und Geschäftsprozesse optimieren, weil sonst habe ich dann irgendwann das Kostenproblem. Und also das ist, glaube ich, auch so der Schrei nach dieser neuen Technologie, die alles heilt. Da, glaube ich, sind noch andere Schritte vorher, die notwendig sind. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ja, ihr schaut auch auf die Kosten, kann ich aus den Diskussionen durchaus bestätigen. Also, aber auch, nein, ist ja auch vollkommen richtig. Also nehmen wir Stromverbrauch, gehen wir mal weg von den Kosten. Nehmen wir Strom, wir müssen das lösen. Und sonst braucht man nicht uns über Klimawandel etc. pp. Das trägt halt alles mit dazu bei. Und der Nutzen muss überwiegen. Und das ist dann wieder ganz spannend. Sind es kleinere, sind spezialisierte Modelle, werden es ganz große werden? Ich glaube, da gibt es gar keine Einigkeit im Moment. Und wenn wir aber sagen, wir wollen innovativ vorne mit dabei sein, müssen wir beides anschauen. Das heißt, alle zusammen müssen wir mit den besten Forschern, die wir in Europa, die wir für europäische Unternehmen begeistern können, gemeinsam drauf schauen. Und dann wird sich ein Weg rauskristallisieren. Aber zu glauben, wir wüssten heute schon, was und das haben wir mit dem ChatGPT-Moment oder dem iPhone-Moment, haben wir ja gelernt, das kann von jetzt auf gleich, kann die Welt sich einmal komplett gedreht haben. Und deswegen ist es so wichtig, da vorne mit dabei zu sein und mit allen zusammen, ob das mit Fraunhofer, mit dem DFKI, jetzt mit dem IPAI haben wir ja angekündigt, mit dem Cyber Valley, mit der TU Darmstadt, mit wem auch immer, gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir diese Fragen dann beantworten werden können. Also noch viele Punkte offen. Dennoch, Thilo, die beiden haben natürlich gerade auch ein bisschen viel erzählt, was sie beschäftigt. Auch Thema Kosten natürlich, großes Thema auch in der Verwaltung. Wie ist es bei euch? Was sind da wirklich so die großen Roadblocks? Also bei uns ist das Thema, was ich jetzt auf jeden Fall aufgreifen kann, ist, dass es nicht alle Probleme lösen kann, dass es manchmal auch einfach Digitalisierungsprobleme sind, die nicht unbedingt AI oder generative KI erfordern. Und auch das Problem mit der Abhängigkeit und Souveränität, es ist nicht nur OpenAI, sondern es ist ein Hardwarehersteller, Nvidia, der alle GPUs für alle diese Anwendungsfälle produziert. Und wenn wir Kunden haben, die Anforderungen haben, ein Modell selber laufen zu lassen und große Grafikkarten brauchen, die sehr, sehr teuer sind und vor allen Dingen auch Wartezeiten haben, sehr lange Wartezeiten. Dass da auch bei uns da der Druck da ist, zu gucken, wie kann man mit kleineren Modellen die Probleme lösen und dann eben halt nicht ein Prompting, was mit einem Großmodell alles lösen kann, sondern mehrere kleinere Schritte, mehrere leichtere Aufgaben für die Sprachmodelle zu implementieren, um dann mit weniger Leistung, mit kleineren Modellen auch zum Ergebnis zu kommen. Wunderschöne Schlussworte. Ich finde, es war eine ganz tolle Diskussion hier oben auf der Bühne und ich bin auch richtig froh darüber, was ihr alles noch angesprochen habt, weil ich glaube, heute der Moment ist, dass wir festgestellt haben, wir sind in der Realität angekommen. GenAI ist toll, KI-Modelle sind super, können auch viel, aber ich muss vielleicht erstmal doch in meinem Unternehmen die Hausaufgaben machen und für mich bewerten, was sind die Anwendungsfälle, habe ich überhaupt die Daten und meine Prozesse ordentlich, muss da
mal erstmal angehen auf die verschiedenen Modelle, die es inzwischen auch wirklich, Bernhard Staat war genial, wie viele es inzwischen gibt, einfach auch mal bewerten, was hilft mir wirklich weiter auf meinen Anwendungsfall und dann tatsächlich, was ein Mittelstand auch gerade hier in der Region immer umtreibt, das Thema natürlich Kosten, wie kann ich das Ganze bewerten und wie kann ich, wenn ich kein Spielgeld zur Verfügung habe, auch für mich kosteneffizient Modelle nutzen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute da wart, euch die Zeit genommen habt. Ihr steht sicherlich auch gleich im Foyer noch für Fragen zur Verfügung und für spannende Diskussionen. Heute Nachmittag wird uns auf jeden Fall da noch ein Tiefgang erwarten, wo wir nochmal verstärkt mit in die Automobilindustrie reingucken, mit Vertretern von Mercedes-Benz und Bosch und auch Control Expert mit dabei haben, die gleich auch vorne einen Stand haben, die nochmal ein bisschen auf dieses Thema Versicherungen, was Herr Professor Rübinger vorhin erzählt hatte, einen Ausblick geben, was es an Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ich darf damit die Heilbronner Audienz in die Mittagspause entlassen. Den Livestream-Zuschauern wünsche ich natürlich auch eine schöne Mittagspause. Wir werden pünktlich um 13.15 Uhr uns wieder hier einfinden und freue mich auf jeden Fall auf die spannenden Diskussionen zwischendrin. Vielen Dank. Dankeschön.